Hopp, hopp, hurra! Das ist eine überhaupt nicht erzwungene Einleitung in den nächsten Tropical Freeze Part. Diesmal mit dem zweiten K-Level Hopolis. Jo. Das Cedric jetzt alleine machen wird, da das Level zu zweit bisschen unmöglich ist, würde ich behaupten. Man springt sich halt gegen solche Gegner weg, deswegen haben wir jetzt das Ganze so vereinbart, weil die Aufnahme gerade, nee, vergesst es, dass wir nach jedem Tod einfach wechseln. Das heißt, du kannst deinen Pro-Controller auch kurz weglegen. Ich gebe dir meine Joy-Cons. Ja, und mal gucken, wer es dann zuerst schafft. Ich gehe stark davon aus, dass er es schafft. Vor mir, weil ich glaube nicht, dass ich das hier irgendwie in einem machbaren Zeitraum solo hinkriege. Bisher läuft es aber gar nicht so ganz gut. Dann fährst du jetzt wenigstens Steady, ne? Wobei, stimmt, das hätten wir auch stehen. Stimmt, ich musste ja gerade komplett solo-mäßig mit Donkey Kong das ausschließlich machen. Kannst du dich schon mal dran gewöhnen in dem harten... Wobei, stimmt gar nicht. Du musst im Hard Mode ja gar nicht Donkey Kong nehmen. Nein, im Hard Mode hat man eine Kong-Auswahl, aber man hat einen Hit nur frei. Ja. Ich habe den Hard Mode gespielt. Ah, scheiße. Ich habe A gedrückt, aber zu spät, glaube ich. Gut, jetzt nur noch Donkey Kong. Toi, toi, toi. Na, ich habe die ja nicht wirklich gerade aktiv benutzt. Wir haben uns übrigens ein paar One-Ups bei Funky geholt. Allerdings nicht genügend. Mal 10 Stück vorhin. Ja. Oh, ein Ballon. Ja gut, solange wir den Scheiß einmal machen, dann gehen wir halt wenigstens nicht Game Over, ne? Mhm. Ein Vorteil. Ab dem nächsten Level spielen wir auch wieder im Zwei-Spieler-Modus, aber ich glaube, wir machen das jetzt bei 1K-Leveln so. Ja, es gibt bestimmt noch ein paar, die sich im Zwei-Spieler eher anbieten. Der 6K-Level geht, glaube ich, noch. Fuck. Gleiche Stelle. 6K geht, glaube ich, aber... Aber dafür zwei Puzzleteile mehr. Denn wir sammeln die Dinger. Wir müssen wir alle wissen, ohne Puzzleteile ist natürlich keine 100%, ne? Obwohl das Spiel sogar sagt, dass man dann 500% hat. 500, genau, 100%. Okay, ich bin zufrieden mit meiner Leistung bisher. Wow. Die ersten 10 Sekunden im Level geschafft. Hallo, das ist überdurchschnittlich für mich. Insbesondere, weil diese K-Level hier reinhauen, obwohl viele sagen, dass 2K das einfachste ist. Scheiße. Da wollte ich noch hochkommen. Ich finde 6K eigentlich sehr einfach. Ich würde behaupten, das ist das Einfachste. Ja. Also ich habe dafür 2 Versuche gebraucht. 3, wenn überhaupt. Er spielt wieder. Ja. Von nach jedem Ton abwechseln, ne? Jo. Wenn wir Game Over gehen, dann sehen wir wenigstens neben dem Let's Play mein Game Over Screen gehört zu 100%. Silas haben wir den ja leider nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, ey. Das Spiel ist so schwierig. Ja. Oh, ich nehme gerade den Sound gar nicht auf. Nice Meme. Eindeutig. Ich mag aber den Soundtrack in diesen K-Leveln. Ich mag den Soundtrack generell von Spiel. Oh Gott! Was war das denn von dir? Das war das dritte Puzzleteil. Knapp over 9000. Gleich kommt noch eins, glaube ich. Ja. Das kann sein. Ja, wo man jetzt zurückspringen muss, das machen wir aber nicht. Och, Jordan! Sprinkled with salt. Immerhin, wir brauchen nur einen One-Up für jeden Toten, nicht wie im Zwei-Schüler-Modus 2. Ich weiß immer noch nicht. Zwei-Schüler-Modus? Wann muss man denn eigentlich drücken? Immer vorm Aufkommen noch, ne? Vorm Aufkommen, genau. Ich habe irgendwie gemerkt, ich hatte nur ein Level im Hard-Mode ein paar Probleme. Und sobald ich wirklich darauf geachtet habe, wann ich den Knopf drücke, dann konnte ich das einfach gar nicht mehr. Und dann bin ich 1000 Mal runtergefallen. Super Sache, ey. Ja, ich weiß, ich muss mir ja gerade die ganze Zeit drauf konzentrieren, weil ich. Spiel uns kein Donkey Kong. Das ist wie gesagt mein erstes Donkey Kong. Das ist super, dass man direkt mit so einem. Ich habe gedrückt! Kurz bevor ich da aufgekommen bin! Anscheinend ja nicht. Doch! Okay, wir wissen, worum dieser Part hier handelt. Dann wissen wir, wo wir die nächsten 2 Stunden verbringen werden. Ja. Hier in diesem Raum und wenn wir wirklich jetzt mal Versuche brauchen würden. Ich glaube, dann wäre tatsächlich mal Schneiden angesagt. Dann wäre der Rahmen des Projektes ein wenig gesprengt. Oder du machst 20 Parts aus dem einen Level. Das bietet sich auch an. Ja, schön viel Money, ne? Ja. Ohne Monetarisierung. Richtig viel YouTube Cash, ohne überhaupt YouTube Cash erhalten zu können. Lol. Diese Stelle hier ist ein bisschen assi. Ohne solche Gegnersprünge würde es eigentlich gehen, so ein Hopolis. Ja. Erinnert mich so ein bisschen an andere Namen. Okay, aber gerade hast du es ja da nicht ernst genommen. Huh, okay. Sieht gut aus. Oh
okay. Nein! Wir sammeln die Puzzleteile nicht, du Honk! Ich konnte nicht widerstehen. Ja, wir haben schon alle. So, dann wissen wir zumindest, da vorne ist das Ende. Du Lappen! Wolltest du eh nur sehen, wie ich hier nochmal fail? Vielleicht. Ich will dieses One-Up hier immer haben. Ja, wir haben sogar 5 Gewinne gemacht jetzt, also... Lohnt sich, dass wir so oft failen. Und Münzen haben wir auch ein paar mehr. Münzen? Ach, ich glaube, wir sind hier mit 99 reingekommen oder so und jetzt haben wir schon, ja, ungefähr 50 mehr. Oh Wunder, wenn man hier immer diese ganzen Münzen bekommt. Ja. Ich bin jetzt zum x-ten Mal an dieser Stelle runtergefallen. Wieso? Irgendwann schaffst du es noch. Naja, im Hardmode musst du es schaffen. Ich weiß, im Hardmode habe ich auch Dixie. Oh, nee. Spielst du die in jedem Level? Nein. Also ich hab das in so 1.3 spiel ich zum Beispiel Cranky. Ich habe das so gemacht, dass ich für jedes Level abgewechselt habe. Oh, mal gucken, wie ich es machen werde. Diddy ist ja der schwierigste Charakter von allen wahrscheinlich. Schwierigste? Diddy? Oder meinst du Zombie? Nee, Diddy. Warum sollte Diddy der schwierigste sein? Von den 3 Kong-Helfern? Gut, von denen schon, ja. Ja klar, Donkey Kong ist ein Lappen. Kann nur stampfen. Wie? Du drückst immer viel früher. Das kann sein. Ja, du drückst viel Wenn früher. Du mich jetzt komplett rausbringst, dann drücke ich gar nicht mehr, also halt's Maul. Ist aber einer am Drücker. Ich hasse so Sprünge hier. In Mario wär's einfach gedrückt halten. Da wird das Level ein bisschen witzlos sein. Könnt ihr das... Locker in die erste Welt. Jetzt vernünftig. Also, so. Coin-mäßig, wir haben bald 100 Coins Gewinn gemacht dadurch. Ende die Scheiße auch mal. Das ist hopp, 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 hurra. Ach nee. Ich konnte mich irgendwie nicht mehr an die Details des Levels erinnern. Und diese Hundesöhne habe ich noch vage in Erinnerung. Man muss sich auf jeden Fall beeilen. Okay, One-Ups, hallo? Fuck! Nein! Also, One-Ups gibt's dadurch. Wir haben jetzt 23. 13 Gewinn. Hätte ich am Ende noch gedrückt. Oh, was runtergefallen. Das geschafft. Ich glaube, nach diesen 3 Eulen wäre auch nichts mehr gekommen. Das ist traurig. Du hast so etwas von fettige Pfoten. Ich muss ja gerade hier diesen Stick abfischen. Fettige Pfoten. Ja, wir haben gerade gegrillt. Ja, hör mal, jetzt reicht's. Wir haben gerade Wir haben gerade immerhin gegrillt. Mit deinem Schweiß hinten, ey. Ja, bist du nur 8 Minuten für das Level. Läuft doch. Dann noch eine halbe Stunde für den Boss und du hast einen Stundenpart. Wow. Ich glaube, dieser Part wird wirklich so lang gehen, bis wir es hier schaffen. Ja. Wow, ist der Dreck. Ich drücke immer genau dann, wenn ich auf den Gegner gehe, aber es ist falsch. Das ist so ungewohnt. Meine Mutter ruft mich, ja? Interessiert mich nicht. So. Cooler Typ. So. 25, nee, 24 One-Ups haben wir gerade. Ja. AKA Rote Balance. Freut mich, dass du die Zahl ablesen kannst. Ja. Also im Hardmode wird das hier die Hölle. Ach, das ist doch wohl ein Scheiß. Wobei im Hardmode wird das nicht mal so viel anders sein, weil man wird hier weniger getroffen. Ja. Man muss halt nur darauf achten, dass du nicht von diesen flammenden Eulen getroffen wirst. Ey, wo sind hier welche? Ich rede von diesen flammenden Eulen. Ach so, aber da ist eigentlich relativ einfach, das ist das kleinste Problem im Level. Das ist korrekt. Abgesehen von dieser Stelle vielleicht, finde ich es teilweise ein bisschen schwierig auszuweichen. Wieso? Man muss einfach immer nur nach rechts drücken, lol. Ja, ich drücke noch ein bisschen nach hinten. Um halt wirklich zu suggerieren, dass ich nicht in so einer Eule drin lande. Weil die irgendwie eine lächerliche Hitbox haben, aber auch egal. Sprinkled with salt. Huch, huch. Jetzt gleich. Ist eigentlich klar, dass du es schaffen wirst, nicht ich. Ich werde das, glaube ich, auch off-cam noch mal ein bisschen üben im normalen Modus. Aufzureden. So, geschafft. Dreckslevel. Lol. Oh, ich habe A gedrückt zum Springen. Skib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 
Wow. Ist ja widerlich. 10 Minuten, exakt. Läuft. Ab zurück zum Alpatoll. Jetzt kommt nur noch der Boss, ne? Ja. Cringe. Und du darfst zurückkehren. Gut, dass wir dann die Spieler tauschen mal. Aber erst ab Welt 3. Oder 4. Switch-Controller. Ich nehme mal... Ich glaube, beim ersten Boss hatte ich Dixie, nämlich mal Cranky. Auch wenn er im Kampf überhaupt nichts bringt. Cranky Kongs. Cranky Kangs. Wie ist der Plural von Donkey Kong? Donkey Konga. Und zwei Boss. Affenaufstand. Beziehe ich das jetzt auf Donkey Kong oder auf andere? Naja, es gibt auf jeden Fall noch einen Affenboss in einer Welt, Zwinker Smiley. Aber mit einem Affenaufstand hat dieser Boss relativ wenig zu tun. Voll Idiot. Wie ich da immer fast runterfall bei solchen Sachen. Ganz schön viel Wachs. Wow. Diese Cutscenes. Weil sie eine Banane zerstört haben. Oder was ist deren Problem? Donkey Kong ist da leicht sensibel, glaube ich. Ja, er rastet jetzt schon aus. Ach. Ich glaube, ich habe für diesen Boss so ziemlich am längsten gebraucht von allen, die ich im Hard Mode gemacht habe. Ist das nicht so ein bisschen wie der Final Boss, dass man es mal hochwerfen muss? Ein bisschen, ja. Allerdings passiert das beim Final Boss eher auf einer dreidimensionalen Ebene. Also man wirft halt in den Hintergrund. Praktisch wie bei Yoshi's Island, dem Final Boss da. Ja, ich konzentriere mich mal darauf, ein bisschen auszuweichen. Viel Spaß. Der wird im Hard Mode ja sowas von die Hölle. Oh, wie soll man diesen Fehler denn vernünftig ausweichen? Stellt sich einfach ein bisschen weiter nach hinten. Ja gut, dann gehen wir weiter auseinander, stimmt schon. Drecks Rinkers, ey. Hä? Zum Fick? Ich hab noch einen, wenn er gleich an die Seite geht. Oh. Hurensohn? Er stirbt jetzt nicht. Ducken. Das hättest du mir vorher sagen müssen, bevor ich gestorben bin. Gut, das ja, wird witzig. Gut. Ich freue mich schon auf den Hard Mode. Ich freue mich schon, den Hard Mode zu sehen, ey. Oh Gott. Können wir jetzt einfach B drücken? Ruhe. Ich kenn's einfach den Hard Mode. Ja, gut, hinten geht's halt echt. Ja. Meiner. Kann man nicht so hochwerfen irgendwie? Du kannst eigentlich jetzt schon so ziemlich hingehen. Achso. Ja gut. Wir haben eh drei Stück. Jetzt abwerfen. Geht eigentlich. Ja, und jetzt halt nochmal treffen. Wenn man weiß, wie es geht. Easy. Phase 1 vorbei. Kommen noch zwei. Fässer? Kann man da einfach so rangehen immer? Ja, aber würde ich jetzt nicht machen. Jetzt kommt der coole Kram. Ups. Reicht doch einfach nur aus, reicht doch, oder? Ja, ich wollte ihn ja eigentlich direkt. Achso, man muss ihn damit dann treffen sogar noch. Ja, so. Alter. Ups. Ah, jetzt mach das. Schnell in das Fass hier links. Allerdings musst du darauf achten, wenn du das... Stell in das Fass da, was weg ist. Wenn du das wie ich zu früh machst, wirst du getroffen. Oder wenn du das wie du zu spät machst, wirst du auch getroffen. Willst du auch nochmal, also ich weiß ja nicht. Ja, ne? Ich spam die ganze Zeit A. Aber du bleibst ja irgendwie nicht stehen. Aber das glaubst du nicht, ich war damit beschäftigt auszuweichen. Ja, aber ein Herz gegen zwei Herzen eines neuen Charakters. Ich hatte gar kein Herz. Also, ja. Beziehungsweise er hätte mich sofort umgebracht. Also, ich weiß, aber du hättest einmal zu mir Ich hätte dich können. Nicht erreichen können. Ach, scheiß drauf. Schau dir das Video an. Diese Fehlattacke ist leicht OP. Grüße gehen raus an allen aus YouTube. Ist es normal, dass man in Donkey Kong-Bossen öfters stirbt als in Mario-Bossen? Ja, die sind auch um einiges komplexer als deine Gain-Mario-Bosse. Boah. Allerdings, als ich mal
Fuck off, Alter. Als ich mal letztens Super Mario Bros. 3 gespielt habe, bin ich tatsächlich beim Boomerang in der ersten Welt gestorben, einfach weil er sich so langsam bewegt hat. Das war so ungewohnt. Von SMBX ist man sich eher so ein bisschen was an Geschwindigkeit gewohnt, deswegen... Ich weiß schon, wie ich den Part nenne. Wie? Hoppelndes Vorankommen. Über Stock und Stein. Och, jetzt hör doch mal auf! Können wir aufhören, die umzubringen? Ja, würde ich ja gerne, aber du rennst immer gegen mich. Und dann auch noch nicht blamen, ey. Ja, natürlich, wen sonst? Macht Sinn, wenn ich gegen dich renne. Ups. Danke fürs Blocken. Kein Problem. Kommt jetzt mal runter. Ich trau mich da nicht hoch. Cake. Scheiß drauf. So, ja gut, so schwierig ist das gar nicht. Eigentlich nicht so. Deswegen ich auch nicht weiß, warum wir gerade gestorben sind, aber hey. Warte, ich will mal versuchen. Ja, okay. Ja, mach schon jetzt den ersten. Muss man eh mehrfach, denke ich. Ich glaube, bei Phase 3 muss man das noch einmal machen. So, und jetzt hier rein. Aber nicht zu früh. Warten, jetzt. Och Gott, es ist so lächerlich. Das ist nicht zwei Spieler geeignet. Das ist wirklich nicht so zwei Spieler geeignet. Absolut gar nicht zwei Spieler geeignet. Irgendwo wird doch so ein Hurensohn drin sein. Ich hab mich doch geduckt. Du kannst dich ducken, ja. Hab ich. Fällt mir gerade so ein. Hab ich eigentlich. Ich vergesse aber irgendwie andauernd, dass das auch eine Option ist. Oh, Sprünge-Time. Oh, geschafft, lol. Nice. Ich hätte das Herz nehmen sollen. Hört mir da so auf. Da hast du eins. Ach, ist schon vorbei? Ja, dritte Phase. Final Stage. Let's go. Ja, irgendwie ist das schwächer als das aus der ersten Phase. Ja, finde ich auch. Will denn man nicht immer nur auf mich gehen? Na gut, ich bin Spieler 1, aber trotzdem. Eigentlich folgt er einem bestimmten Muster, also. Kann man drauf springen? Nee, ne? Nee. Deswegen sind Hörner drauf. Gut, nee, jetzt kann ich nicht erkennen, ob das nur Helme sind oder auch Hörner. Wir müssen auf solche Lelex hier warten. Schlepp du den anderen. Und der kommt jetzt runter? Ja. Wow. Koop ist das Beste. Die Synergy, ey. Hurensohn. Ach, den Viechern ausweichen, ne? Ist einfacher gesagt als getan. So, und dann einmal drauf. Wow. Das Leben war jetzt schwierig. Ich glaube, jetzt kommt auch mal das aus dem ersten. Also, sprich den Viechern damit. Ja, du mit deinem Pogo-Stick. Ja, geht doch. Ja, wow. Komme ich echt schon auf Welt 4. Mich eigentlich auch, weil, gut, Welt 4 ist eigentlich die schlechteste im Spiel, meiner Meinung nach. Dann hast du aber wenigstens mal was zu tun. Ja, das schon. Och Gott. Lame. Das fuckt so leicht ab. Ich weiß gar nicht, ob ich die killen kann, aber ich will es auch irgendwie nicht ausprobieren. Mach doch einfach mal. Ja, kann ich. Gut. Oh! Ja. Eins Herz for me. Du Lelek. Gut, das war jetzt nicht beabsichtigt. Glaub ich dir irgendwie. Die in der Mitte sind gemein. Yes. Und 21. Puh. Ja, moin. He's over 21. Junge, 2007 Memes funktionieren einfach nicht im Jahr 2018. Das ist leider wahr. Haben wir jetzt ernsthaft für Sky-Level und den Boss 20 Minuten gebraucht? Haben wir alle Puzzleteile in dem Level? Und damit geht's nach Welt 3, yay! Die so gehypt wird.
Es ist Domtendos Lieblingslevel. Oh mein Gott, das ist doch faszinierend und aufregend. Eindeutig. Deswegen gucken wir uns ja erst im nächsten Part an. So asozial. Na ja, dann, schönen Tag noch, ne? Ja. Tschüss. Penis. Nein.